Hey Freunde, herzlich willkommen auf Ben Master Toys. Heute habe ich ein ganzes Display der Playmobil Serie 16 für euch. So sieht das Ganze aus. Da kann man einfach nur sagen, wow, ein ganzes Display mit so vielen Playmobil-Figuren. Das ist definitiv die aktuellste, das ist auf jeden Fall, sagen wir mal so, so ein riesen Unboxing hat es auf diesem Kanal bisher noch nicht gegeben. Also es ist die 70.159, das ist die Playmobil-Nummer, es ist die Serie 16 der Playmobil-Figuren für Jungs. Und ich werde hier jede dieser Tütchen öffnen, also jedes Tütchen wird geöffnet, allerdings ich werde nur die Figuren im Video zusammenbauen, die ich bisher noch nicht habe. Also sollte ich eine Figur doppelt bekommen in diesem Video, was definitiv der Fall sein wird, hier sind ja alle Figuren mindestens einmal drin und auch mindestens zweimal, glaube ich. Es sind, keine Ahnung, wie viele Figuren gibt es? 10, 12? Irgendwie so. Und damit dieses Video nicht 2 Stunden lang geht, wie gesagt, würde ich jede Figur nur einmal zusammenbauen und jede zweite einfach nur am Ende zusammenzählen, damit wir dann mal gucken können, welche Figur haben wir am häufigsten. Okay, ich würde sagen, wir holen einfach mal die ersten Figuren alle raus hier aus dem Display, packen das Ganze auf meinen Tisch und schauen uns dann das Ganze nochmal ein bisschen weiter aus der Nähe an. Dann, ne? Haha, jawoll, und dann den Rest auch nochmal. Alter Falter, mein Schreibtisch ist so voll und ich wollte eigentlich noch ein bisschen weiter ranzoomen. Das Ganze sieht dann so aus und jetzt muss ich mir hier erstmal so ein bisschen Platz schaffen. So, damit wir hier auch vernünftig auspacken können. Also, Serie 16. Serie 15 habe ich schon mal ein halbes Display auf meinem Kanal Ben Masterful ausgepackt. Ich weiß gar nicht, wie viele Figuren hier diesmal wieder dabei sind. Wie gesagt, beim letzten Mal waren es 10 oder 12. Wenn ihr das wisst, Serie 15, wie Figuren gab es, schreibt es mal in die Kommentare. Auf jeden Fall so viele Tüten hier. Es ist echt krass, Leute. Es ist der absolute Wahnsinn. Okay, wir fangen mal an, die erste hier auszupacken. So, man braucht nämlich keine Schere, man kann die Tütchen nämlich auch unten so schön öffnen und dann kommt hier das erste Figürchen raus. Also ich würde vermuten, wir haben hier einen Gitarristen oder ähnliches. Aber ein Blick in die Anleitung gibt dann auch wieder, das ist nur zum Aufbauen, und hier auf der Seite sehen wir dann 2, 4, 6, 8, 10, 12 Figuren. Damit lag ich ja schon mal genau richtig. Leider haben die hier keine Namen, aber wir sehen schon oben links den Gitarristen mit dem weißen Hut. Wenn es nicht ganz zu viele Teile sind, ist das Zusammenbauen für mich eigentlich immer kein Problem. Also ich sag jetzt mal meistens. Ich glaube, zuallererst steckt man immer das hier mit dem Unterkörper zusammen. So, dann nimmt man sich die Arme, da darf man natürlich links und rechts nicht verwechseln. Dann steckt man die so zusammen, dass sie nach unten aussehen. Und dann schiebt man die einfach hier so rein. Okay, eigentlich sollte das nochmal richtig klack machen, hat es jetzt nicht gemacht, aber weiter. Und kann ich sie nicht zusammenschieben, beweglich ist auch alles. Dann kommt noch der Kopf, natürlich die Frisur. Na, jawohl. Und natürlich auch hier in diesem Fall der weiße Hut. In seinen rechten Arm nimmt er dieses Streichinstrument, wenn ihr wisst, wie das Ding heißt, mit dem er hier über diese, was ist das? Ist das ein Bass? Ist das eine Gitarre? Falls ihr genau wisst, welches Instrument das hier ist, schreibt mir das mal in die Kommentare. Hier bei der Gitarre, da könnte man auch nochmal irgendwie was drin verstecken, wenn man will, wenn man lustig ist. Und hier oben kann er das Ganze dann nochmal in die Hand nehmen und so haben wir dann das erste Figürchen. Also Figur Nummer 1 ist ausgepackt, den Gitarristen, Bassisten. Ich kenne mich mit Musik doch nicht aus. Machen wir weiter mit Tütchen Nummer 2. Auch hier wieder ganz einfach unten das Ding so ein bisschen auf. Ja, auf. Ja, komm. Ah. Nicht ganz so wie gewollt, aber am Ende kriegen wir es dann doch auf. Hauptsache wir kriegen hier alles raus, damit wir das natürlich auch schön zusammenbauen können. Diese Figur haben wir bisher noch nicht gehabt. Auch hier schauen wir mal in den Beipackzettel. Ich glaube, die sind jedes Mal gleich. Also ich glaube, die müssen wir uns nicht jedes Mal neu angucken. Denn man kriegt hier die Übersicht der 12 Figuren und eine Bauanleitung von vorne, von hinten, wie man das Ganze halt zusammenbaut, ohne dass das Ganze figurenspezifisch ist. Schwieriges Wort, aber man kann das Ganze dann halt anhand anderer Figuren ganz gut nachvollziehen. Ich würde sagen, wir haben hier den Kartenspieler. Ne? Also der hat so ein paar Karten dabei, mal gucken, ob das stimmt. Anhand der Hose und der Jacke habe ich das jetzt vielleicht erkannt. Gut, bauen wir auch hier das Ganze mal wieder zusammen, ähnlich wie wir das eben auch schon gemacht haben. Klick, klick. Dann einmal die Arme in Position bringen. Die halten hier noch nicht dran. Die müssen nämlich erst hier in diese Führung rein da. Deswegen steckt man das so. So, und dann
kann man die Arme auch schon bewegen und das Ganze hält. Ich hätte dem vielleicht noch seine Weste anziehen sollen vorher. Also das Ganze wieder ab. Erst die Weste drum, dann die Arme wieder dran. Da muss man jetzt ein bisschen mehr Gefühl zeigen, dass man das kann. Also man muss ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl haben und schon hält das. So, die Frage ist natürlich, wo ist sein Kopf geblieben? Er ist kopflos, der kopflose Kartenspieler. Nein, wir haben ihn hier. Kopfklick und dann die Kuh. Oh, diese Figur ist ja mal hammerscharf, Leute. Jawohl, wie geil ist das denn? Das hier könnte natürlich also von der Frisur her so ein Typ sein. Noch Sonnenbrille dazu. Und dann ist es so, you girl, der Udo, ne? Ich will ja auch irgendwann nochmal eigene Playmobil-Geschichten drehen. Und diese Stimme, yeah, you girl, ne? Also, kannst mal sehen, was ich so drauf hab, Alter. Ja, die will ich dann unbedingt auch wieder einbauen. Und, what the fuck? Warum? Bam, hier ein zweites Paar Beine, habe ich gar nicht gesehen. So, und dann haben wir noch die Überraschung. Hier müssen natürlich die Karten, Dinger, Sachen drin sein. Sind sie auch? Oh, das ist ja cool. Das ist ja mal wirklich richtig. Guck. Guckt euch das mal an. Wir haben hier einmal so ein Blatt, dann haben wir nochmal so ein haben wir nochmal so ein Stapel mit Karten. Stapel mit Karten, ja genau. Und zwei, die er in die Hand nehmen kann. Zwei verschiedene. Richtig cool. Und so sieht das Ganze dann aus. Und hier haben wir nochmal die kleinen Einzelteile. Wow, also richtig cool, aber das weiß ich immer noch nicht, warum wir hier zwei. Ich sag mal, wir haben eine Ersatzhose. Zwei Figuren von 12 haben wir. Wir kommen also zur dritten. Mal gucken. Ich weiß noch gar nicht, was hier alles so bei ist. Auf jeden Fall, die Frisur gerade hat mich ja mal richtig aus den Socken gehauen. Richtig nice. Habt ihr, glaube ich, auch anhand meiner... Oh, wieder der Bassist, Gitarrist zum Zweiten. Evol lachte, Gitarrist zum Zweiten. Oder auch Bassist. I don't know. Wir machen also weiter mit dem nächsten Tütchen und hoffen natürlich, dass hier jetzt ein anderer draus kommt. Und ich habe schon gesehen, es ist schon wieder der Typ mit der Gitarre. Tada, zum dritten und diesmal haben wir so ein Streichteil, so ein Streichinstrument mit dabei. Ich nehme jetzt mal ein Tütchen aus einer etwas anderen Ecke und hoffe, dass hier diesmal nicht wieder der Bassist oder der Kartenspieler dabei ist. Also diesmal hoffe ich... Oh, es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Könnte ein Skifahrer sein, aber wir schauen auch hier mal kurz in die Anleitung. Ich würde sagen, wir haben hier tatsächlich den Skifahrer. Auch hier packen wir erstmal die Beine wieder mit diesem Teil zusammen. Hier müssen wir diesmal darauf achten, dass wir die Weste erst zuerst anziehen, sonst wird es schwierig. Dann schieben wir das Ganze hier einfach wieder drüber. Aber den Kopf drauf mit dieser mega coolen Sonnenbrille. Die Frisur, der Helm. Da komm, jawohl, der Helm und einmal noch die Skier, die halten auch richtig gut an den Füßen und zwei, wie nennt man das, Skistöcke zum Skifahren. Also auch hier wieder eine richtig geile Figur, die mir auch richtig gut gefällt. Ja, also wenn man mal in den Skiurlaub geht, kriegt der in einer Geschichte bestimmt eine Komparsenrolle, also einen Komparsenauftritt. Das heißt, er könnte dann irgendwie mal durchs Bild fahren und irgendwas sagen. Ja, so stelle ich mir das gerade vor. Auch hier geht's, was heißt auch hier? Es geht weiter mit dem nächsten Tütchen. So, ein bisschen aufreißen. Und den hatten wir bislang auch noch nicht. Puh, was könnte das sein oder wer könnte das sein? Das könnte so ein Typ im Hotel sein, der am Anfang einem die Tür aufmacht. In so Nobelhotels. Wie heißt denn sowas noch? Page? Ist das Page? Ich weiß gerade nicht. Ah, hier unten, Damien, da erkennt man ihn noch besser. Ja, so ein Hotelpage irgendwie, ne? Gut, okay. Auch hier das Ganze wieder monströs cool schnell zusammenbauen. So, Arme dran, Oberkörper, Unterkörper, dann noch Kopf drauf. Das klickt dann immer so schön. Einmal die Frisur. Der hat jetzt die richtig krasse Playmobil-Standardfigur, Frisur. Dann noch einmal sein Käppi, Käppi-Line. Dann hat er hier... Ah, das ist auch cool. Der hat so einen Koffer mit zwei Rollen dran. Einmal links, einmal rechts, zwei Rollen. Und den Koffer kann er hier auch noch so schön in die Hand nehmen. Et voilà. Also, oh, falsch rum. So. So sieht das aus. Da haben wir den Hotelpagen. Falls das jetzt ein falscher Name ist, schreibt mir mal gerne, wie ihr den nennen würdet, in die Kommentare. Und es geht weiter mit dem nächsten Tütchen. So, wir haben ja jetzt schon 4 verschiedene Figuren. Das heißt, 8 werden wir noch zu Gesicht bekommen heute. Mal schauen, welche das dann sein werden. Okay, auch den hatten wir noch nicht. Hier würde ich erstmal sagen, irgendwie so vom Schützenfest irgendwie so ein Typ. Auch hier gucken wir mal in die Anleitung. Hier stehen ja gar keine Namen immer bei. Das finde ich natürlich auch schade. Allerdings kann man auch so seine Fantasie spielen lassen. So, die dritte Figur ist es. Schaut euch den mal an. Das ist der Almöhi. Kennt ihr den Almöhi von Heidi? Der ist das.
Der ist es. Gut, hier müssen wir auch kurz überlegen, beziehungsweise gucken. Da hat nämlich so ein Bart. Ich weiß noch nicht genau, wie man hier die Bärte zusammenbaut. Erstmal Klick. Ja, hier werden mal direkt drei Arme mitgeliefert. Das ist natürlich nice. Dann können wir uns hier schön einen aussuchen. Nur der Kopf sieht nochmal recht jung aus. So, der Bart kommt immer hier dran. Genau, irgendwie sowas. Irgendwie so war das mit dem Bart. Den macht man hier so, bevor man jetzt halt die Frisur, also den Kopfschmuck, draufsetzt, so, klick, dann hält auch der Bart. Jetzt sieht er schon alt aus, dann hat er noch seine Mütze, seine Almü-Mütze und sein Zauberstab. Nein, sein, keine Ahnung, Gehstock. Ich weiß nicht, was das ist genau. Also ich würde mal sagen, einfach so ein Gehstock. Und wie gesagt, hier haben wir mal einen Ersatzarm mit dabei. Ist natürlich auch super. Was wollen wir mit dem dritten Arm? Coole Figur, wüsste ich jetzt nicht, wie ich die sprechen sollte. Irgendwie sehr, sehr alt. Nee, das war wieder ein bisschen Udo, ne? Wie könnte man die Figur sprechen? Wir machen weiter. Nächste Figur. Lalala. So, einmal Uff und Russ. Ah, den haben wir auch noch nicht gehabt. Das könnte jetzt so eine Art mittelalterlicher Militärtyp sein irgendwie. So ein Graf. Ah, nee, Graf hat nichts mit dem Militär zu tun. Ah, was könnte das sein? Wir haben, ich würde sagen, den. Würde ich jetzt mal vermuten. Das ist, ja, was ist das? So ein Typ mit Schwert und Pistole? Ja. Ja, Tatsache. So, wieder viele Teile. Da müssen wir erstmal gucken. Auch der hat nämlich wieder eine Weste. Erst einmal die Beine mit diesem Zwischenstück. Einmal die Weste und hier hat er auch so einen Halter noch dran. So, dann mit dem Arm einmal drüber. Klick. Oh, haha, die hätte ich auch hinterher noch drüber machen können. Okay, dann das Köpfchen, dann die Frisur. Der hat ja mal hier so eine Prinzessin Eisenherz. Prinz Eisenherz. Frisur. Kennt ihr Prinz Eisenherz? So, der Hut ist cool. Der Hut. Kennt ihr den Hut? Der hat auch eine coole Feder beim Hut hier. Das finde ich auch nice. Die kommt... Na, so. Nein. Das mit der Feder ist echt ein bisschen doof. Also die kommt hier so ganz komisch drauf. So sieht das dann aus. Das hätte man ein bisschen schicker machen können, finde ich jetzt. So, was ist dann noch bei? Einmal auf jeden Fall so ein Pistolenhalter für die Seite. Klick. Da kommt dann diese Pistole hier rein. Hoppala. Da haben wir sie nochmal, die schöne Pistole, die kommt hier einfach schön in den Halfter rein. Ja, das sieht cool aus. Ne? Und dann hat er noch so ein, ja, was ist das? Ein Degen, einen Sichel? Nee, wie nennt man das? Also ein richtiges Schwert ist es ja auch nicht, weil es so ein spitzes Ding ist. Fechtteil, so ein Fechtschwert. Wie nennt man das? Wisst ihr das? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Auch wieder eine coole Figur, allerdings wüsste ich auch hier nicht, in welcher Geschichte der bei mir mit, wo der vorkommen könnte. Die Hälfte der Figuren haben wir, also 6 Stück, 2 erst doppelt. Also, 2 Doppelte und zweimal der Bassist. Mal gucken, welcher als nächstes doppelt ist. Und mal gucken, den haben wir auch noch nicht. Das könnte so eine Art Indianer sein. Obwohl, der hat ein Gewehr. Schauen wir mal rein hier, was hier für ein schönes Bild bei ist. So, wir haben hier unten links, würde ich gleich auf den ersten Blick sagen. Ja, das könnte... Also, Indianer-Häuptling sage ich jetzt nicht mehr. Auch keine Ahnung, Leute. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Wer ist das? Ich würde vielleicht sogar sagen, so eine Art Skinwalker. Also, Skinwalker sind ja die, die sich irgendwie in Hunde oder Wölfe oder Wolfshunde verwandeln können. Irgendwie bei Nacht, bei Vollmond oder so. Nicht Werwölfe, aber Skinwalker zum Beispiel. Könnt ihr mir folgen? So, dann kommt das hier drüber. Okay, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Das Ding kann man auch... Oh, ist ja auch ein richtig cooler Umhang, der auch richtig schön, gar nicht mal so hart ist, aber richtig ordentlich, also gute Qualität. Gefällt mir hier schon wieder richtig gut. Eins habe ich aber trotzdem vergessen, und zwar dieses Ding. Das kommt nämlich wahrscheinlich von oben drüber. Ich würde fast sagen, wie rum. So, von oben drüber kommt der, dass er nicht unten durchrutscht. Dann die Arme. So, ja, guck mal, da haben wir es. Der rutscht auch nicht weiter runter. Das ist cool. Dann der Umhang, den könnte man aber auch hinterher noch dran machen. So, jetzt mit dem... Oh, der hat aber einen bösen Blick drauf. Hat er 2 Gesichter? Nein. Böser Blick. Mit den Augenbrauen finde ich sehr gut. Dann hat er einen Bart. Den machen wir hier wieder. Bart ist dran. Dann kommt hier wieder diese Prinz Eisenherz-Figur... Frisur. Figur würde ich schon wieder sagen. Ja, kennt ihr Prinz Eisenherz? Der hat nämlich auch so eine richtig komische Frisur gehabt, die so aussah. Dann haben wir nochmal... Oh, das ist auch hier. Ja, ein bisschen... Ich finde das immer komisch, wenn man sich mit toten Tieren schmücken muss. Aber die Indianer haben es da, glaube ich, früher auch so gemacht. Ein zweiter Bart wäre ersatzmäßig dabei. Dann kriegt er hier... Ich würde fast sagen, es sind vielleicht Handschuhe. Oder so eine Schutzdinger. Auf jeden Fall irgendwas zum Schutze der Hände oder Handgelenke. Dann hat er hier sein Gewehr. Ne? Und was er noch hat, ist sein Messer zum Häuten getöteter Tiere. Für das Messer hat er hier auch entsprechend den Halter. Das kommt dann also dahin. Wie gesagt, dann hat er sein Gewehr, mit dem er hier schießen kann. So, ja. Weiß ich, vielleicht ist es auch einfach nur ein Jäger.
Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass Indianer, die haben noch Pfeil und Bogen gehabt, richtige Indianer aus Filmen so, ne? Ein Gewehr hatten die nicht. Naja, wer auch immer einen zweiten Bart braucht, kann ja in die Kommentare schreiben, ich habe jetzt einen doppelt. 7 von 12 Figuren, also 5 müssten jetzt noch kommen. Ich bin gespannt, was denn hier als nächstes kommt. So, einmal auskippen. Ah, der Skifahrer. Und Ewol lacht, der Skifahrer zum zweiten. Nächstes Tütchen. So, immer noch 7 Figuren von 12. Mal schauen. Also, ich bin gespannt. Wir haben... Oh, und schon wieder den Gitarristen, Bassisten, wie auch immer. So, den Herrn haben wir dann auch wieder fertig. Den haben wir jetzt 4-mal insgesamt, also 3-mal doppelt. Weiter geht's. So, hier wieder schön aufreißen. Ja, so, und doch, der Skifahrer. Und fertig. Den Skifahrer haben wir jetzt auch insgesamt 3-mal, also auch hier wieder 2-mal doppelt. Als nächstes, ich weiß noch nicht wer, aber, oh, das ging ja mal leicht auf hier. Das ging mal leicht auf und hier haben wir, oh, schwierig zu sagen. Ich würde sagen, das ist so eine Art Friseur. Der hat eine Schere und einen Kamm dabei und einen Haarföhn. Okay, ich würde sagen, hier haben wir jetzt tatsächlich den Friseur. Hier haben wir ganz rechts, ja. Ne, sieht man auch gleich, da so ein Kamm, so ein Friseur und nochmal so eine Schere. Ich kann das jetzt gerade nicht so richtig erkennen. Sieht aus, als hätte er die Schere da hinten auch noch drin. Dann bauen wir das Ganze mal zusammen. Hier wieder Füße zuerst. Beim Oberkörper müssen wir wieder aufpassen. Der trägt nämlich wieder so ein Dings hier. Wahrscheinlich irgendwie, ich weiß nicht, kommt das jetzt nach hinten? Oh ja, das kommt diesmal in diesem Fall nach hinten. Und dann erst draufstecken, weil man kriegt diesen Gürtel hier hinterher nämlich nicht drauf. Dann der Kopf. Klick, das ist immer toll, dieses Klick vom Kopf. Und die Frisur, die ist auch mal very special. Das ist halt so, ja, so mega stylisch so halt, ne? So, dann haben wir hier die Schere, so sieht sie aus. Und die kommt hier hinten in den Halfter rein, in den Gürtel. Das passt auch, passt top. Dann haben wir einen Kamm, ne? Man muss da halt auch die Kunden mal ein bisschen striegeln. Und natürlich einen Föhn, denn zu jedem Friseur gehört natürlich auch so ein Föhn. Ja, und da haben wir ihn. Der Friseur, das ist jetzt Figur Nummer 8. Also 4 Figuren erwarten uns hier noch. Bin gespannt, ob ich erst alle Figuren voll habe oder ob ich vorher noch ganz, ganz viele doppelt kriege. So, hier haben wir jetzt... Oh, den haben wir auch noch nicht. Sieht aus wie ein Drachen. Drachentyp. Ja, kennt ihr den Drachentyp oder so ein Drachentöter oder wie auch immer? Ja, Leute, wie würdet ihr den nennen? Schreibt es mal in die Kommentare. Also Figur Nummer 9 könnt ihr dazu schreiben, der Drachenmann. Wie würdet ihr den nennen? Der hat auch so ein Axtwerkzeug dabei und irgendwelche coolen Flügel, Gleitflügel oder so. So, Hose sieht auch sehr nice aus mit diesen Schuhen, finde ich richtig cool. Dann kommt hier wieder dieses Zwischending drauf. Dann kommen die Arme, auch hier grüne Hände, das sind wahrscheinlich Handschuhe. Dann müssen wir jetzt aufpassen, bevor wir den Kopf drauf machen. Kommt hier nämlich so ein Schutzteil drauf, das kann man auch hinterher nicht mehr drauf machen. Dann guckt euch mal den Kopf an, alter Falter, ist der cool bemalt. Es könnte auch ein Dämon sein, ne? So ein Drachendämon irgendwie aus der Hölle, hervorgestiegen aus der Hölle. Dann die Frisur gleicht eher einem Helm, ich weiß nicht, was genau das sein soll. Also wie gesagt, Haare sind das nicht. Sieht sehr gespenstisch aus, diese Figur. Dann packen wir nochmal die Flügel aus hier und hier kommen... So, die Flügel muss man hier hinten in diese... durch diese Nupsis machen. Einmal links, einmal rechts, dann sieht das so von hinten aus und von vorne so. Wow! Richtig cool und dann hat er noch so eine richtig gespenstische Axt. Also da hat man sich mal eine coole Figur ausgedacht. Also sollte ich Kindergeschichten machen, wäre das sicherlich eine Figur für Albträume. Ja, wie könnte man den nennen, Leute? Schreibt mir eure Tipps mal in die Kommentare. 9 Figuren haben wir. Mal schauen, was als nächstes... Ah, wieder dieser Drachen-Gespenster-Dämon-Typ. Drachen-Gespenster-Dämon-Typ zum zweiten. Also einmal doppelt haben wir ihn jetzt. Coole Axt, cooles, ich wollte schon sagen Werkzeug, aber hier cooles, coole Waffe. Sieht cool aus. Und weiter geht's. So. Oh, die hatten wir noch nicht. Figur Nummer 10, hoffe ich doch. Nein, doch nicht. Ich dachte erst wegen diesem gelben. Aber das ist wieder dieser Skinwalker-Typ. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass ihr wisst, was ein Skinwalker ist, beziehungsweise was ich damit meine. Skinwalker mit Gewehr und Messer und zweitem Kopf.
zum zweiten. Also die Figur habe ich jetzt auch zweimal. Ich glaube, an Figur 9 waren wir. Also 3 müssten noch kommen. Ich behaupte jetzt mal, 3 waren es. Ich habe jetzt, ja, ich glaube, 3 kommen noch. Mal gucken, ob wir jetzt, ah, das ist, glaube ich, wieder der Kartenspieler. So, wir haben den Kartenspielertyp zum, oh Gott, zum 5. Mal. Nee, Quatsch. Den Bassisten haben wir 4-mal. Den Kartenspieler haben wir jetzt zum 1. Mal doppelt. Und ich packe die Dinger diesmal nicht aus. Ich lasse sie mal hier ins Tütchen, sonst fallen die alle irgendwie wild rum. Umher. Nächstes Tütchen. So, oh, eine Keule. Habe ich da, glaube ich, eine Keule erkannt? Mal schauen, was das ist. Haha, jawohl, das ist, glaube ich, ein Baseballspieler. Figur Nummer 10 ist am Start. Schauen wir mal rein. Und zwar haben wir hier, da, jawohl, Figur Nummer 10. In meinem Fall jetzt Figur Nummer 6 auf diesem Beipackzettel. Ja, Baseballspieler, ganz klar. Gut, dann bauen wir auch die Figürchen mal zusammen. Wieder die Beine. Hier muss man jetzt, glaube ich, gar nicht so viel beachten. Einfach die Arme an den Oberkörper dran. Also, hier gibt es keine Weste oder sonstiges Special-Zeugs. Was aber gleich cool ist, einmal hier der Kopf. Klick. Ah, der ist schön am Grinsen. Playmobil-Standard-Figur. Naja, man kann ja auch nicht jede Figur mit einer exklusiven Frisur ausstatten. Coole Cappy. Gefällt mir richtig gut. Cappys sind ja sowieso recht selten. Dann hat er hier so ein, ja, die Keule, ne? Und jetzt richtig cool, Leute. Schaut euch das mal an. Auch wie er das in die Hand nehmen kann. Haha. Nämlich den Baseball-Handschuh mit Baseball, also mit Ball. Und der Ball ist sogar lose, also auch den könnte man hier rausnehmen. Das ist ja mal eine richtig coole Sache. Wow, coole Figur. Also wenn ich irgendwann mal Playmobil-Geschichten mache, wo auch das Thema Sport mit drin kommt, vorkommt, muss ich mir von den Dingern einzeln nochmal welche nachbestellen. Finde ich auf jeden Fall richtig cool. Und weiter geht's. Ja, da haben wir noch ein paar vor uns. Also, oh, oh, da haben wir ihn gleich nochmal, den Baseballspieler hier. Also Baseballspieler zum 2. Ey, voilà, der Baseballspieler zum 2. Mal. Und ja, Figur Nummer 10, ne? Das, okay, das klappert und klimpert hier aber ganz gut. Und das ist, oh, sieht nach dem Drachentypen aus. Schauen wir mal, wer hier drin ist. Und das ist, nee, das ist der Portier, dieser Hoteltyp. Auch den haben wir jetzt zum 2. Mal. Und fertig. Portier zum 2. mit extra Ersatzfrisur. Also falls da mal was schief geht mit den Frauen und den Haaren, kann er jederzeit zu einer extra Frisur greifen. Also, den haben wir jetzt auch zum 2. Mal doppelt. Und weiter geht's mit der nächsten Figur. Immer noch 10 Stück, also 2 fehlen sogar noch. Also, es könnte immer noch eine wirklich spannende Sache werden. Wir haben hier nochmal den Almüi, würde ich sagen. Und jawohl, nochmal den Almüi. Hier ist jetzt fraglich, ob der Stock auf einmal zu klein ist oder die Hand zu groß. Auf jeden Fall passt das in die Hände. Also, der Stock passt diesmal nicht so gut. Irgendwas... Ich würde mal vermuten, dass der Stock hier ein bisschen klein ist, weil den kann er nicht so richtig halten, weil der rutscht halt. Ja, naja. Aber den habe ich jetzt auch zum 2. Oder? Zum 3.? Nee, zum 2. Und weiter geht's. Noch immer fehlen 2 Figuren. Könnten das 2 seltene sein oder habe ich bisher einfach noch nicht die richtige Ecke gehabt? Hier nochmal wieder dieser Skinwalker. Tada! Und den von mir genannten Skinwalker zum, oha, 3.? Ich glaube zum 3. Mal jetzt. Weiter geht's. Nächste Figur. Und hier kriegen wir den Almüi. Auch hier hält der Stock nicht so gut. Also ich würde sagen, Almüi zum 3. Falls ich mich verzähle, dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, wie viele ich von jeder Figur am Ende tatsächlich habe. Also immer schön mitzählen. Und noch immer fehlen hier 2 Figuren. Mann, Mann, Mann. Und auch hier, ah, das ist, glaube ich, wieder der Skinwalker-Typ. Den haben wir jetzt mittlerweile schon zum 4. Mal tatsächlich. Also einmal haben wir ihn normal und 3-mal doppelt jetzt. Und et voilà, fertig ist der nächste Skinwalker. Falls er anders heißt und euch das nervt, dass ich es immer falsch sage, ja, ist halt so. Schreibt es mir in die Kommentare. Das Schöne ist ja, es bleibt hier alles spannend, solange wir nicht alle Figuren haben. Und jetzt würde ich sagen, haben wir hier nochmal den Baseballspieler. Wir haben den Baseballspieler zum 3. Also bisher meine Lieblingsfigur, würde ich fast sagen. Oder? Welches ist bisher eure Lieblingsfigur? Aber 2 kommen ja noch. Also noch nichts in die Kommentare schreiben. Erst warten, bis ihr alle 10 gesehen habt. 12 Figuren sind's. Ich guck gerade mal hier vorne drauf. Hier kann man ja auch noch ein bisschen was erkennen. Wer fehlt mir denn zum Beispiel noch? Hier wäre noch so ein Ritter, würde ich jetzt mal sagen. Und wer fehlt noch? Portier. Haben wir 2-mal Portier hier? So, ah nee, das ist der Friseur. Da ist so ein Polizist. Oh, hier unten. Das ist Prinz Eisenherz. Ja, mal schauen, wer noch kommt. So, nächstes Tütchen. Das ist wieder der Almüi. Und et voilà, Almüi zum 4.
Und immer noch fehlen zwei ganze Figuren. Das sind wahrscheinlich die seltenen. Bin gespannt. Hier haben wir nochmal den Shia. Den Shia. Kennt ihr den? Den Shia? Nee, wir haben den Skifahrer. Ich hoffe, ich habe mich hier nicht verzählt. Skifahrer zum insgesamt vierten Mal. Hoffe ich doch. Ja. Oh, der Skier sitzt nicht richtig. So, jetzt. Okay, nächstes Tütchen. Okay. Auch wenn man beim Schütteln wirklich nichts hören kann, könnte man wahrscheinlich was erfüllen. Ja, hier haben wir den. Ah, den Drachenmann. Und zum dritten Mal. Ja, ich nehme jetzt über eine Stunde auf, deswegen ab und zu kann man sich mal versprechen. Ja, zum dritten Mal haben wir ihn jetzt und es... Boah, es füllt, hier liegen bestimmt noch 15 Tüten. Also ein bisschen was haben wir noch vor uns. Den haben wir jetzt zum insgesamt dritten Mal. Nächstes Tütchen. Oh, hier ist ein bisschen weniger drin. Gucken, was denn diesmal dran ist. Vielleicht ja eine oder einer. Nee, einer. Es ist ja eine Jungsfigur. Ich glaube nicht, sind hier Mädels bei? Sind bei den Jungs-Serien Mädchen bei? Ich glaube nicht, ne? So, gibt ja auch noch eine extra Mädchenserie und, ach, der Friseur. Ich würde jetzt fast sagen, den Friseur habe ich erst zum zweiten Mal insgesamt. Tada, zum zweiten Mal der Friseur. Ich habe gerade nochmal geguckt. Ich glaube, den habe ich echt erst einmal gehabt, wo ich den auch zusammengebaut habe. Und jetzt insgesamt zum zweiten Mal den Friseur. Nächstes Tütchen. Ja, aufreißen, auspacken. Schauen, wen wir haben. Wir haben... zum dritten Mal den Friseur. Und et voilà, zum dritten Mal der Friseur. Ja, und weiter geht's. Also beim Schütteln hört man ja immer nichts raus. Wir haben... Oh, zum vierten Mal der Friseur. Ah, na super. Und wisst ihr, was bei diesem Friseur fehlt? Na, könnt ihr euch das denken? Es fehlt die Schere hinten. Mann, ey. Also da haben wir jetzt zum... jetzt haben wir hier zum vierten Mal den Friseur und jetzt fehlt eine Schere. Ich hoffe echt, dass ich den nochmal bekomme, wo halt zwei Scheren drin sind. Ansonsten echt keine Schere dabei hier. Mann, es kann natürlich auch sein, dass mir die beim Auspacken irgendwo hingefallen ist. Das werde ich halt sehen, wenn ich alle Tütchen dann hier geöffnet habe. Aber machen wir erstmal weiter mit dem nächsten Tütchen. Das, pass auf, das ist jetzt Friseur mit zwei Scheren. Soll es ja auch geben, ne? Friseur mit zwei Scheren. Oh, nein, oh, da würde ich direkt sagen, das ist doch mal ein Ritter. Wir schauen nach in der Anleitung. Und zwar haben wir hier unsere Figur Nummer 11, Figur Nummer 8 auf diesem Dings. Tatsächlich, das könnte echt ein richtig normaler Ritter sein. Normaler Ritter mit Schwert und so. Aber ohne Schild, egal. Viele Kleinteile dabei und sollte sich keine Schere mehr anfinden, nehmen wir einfach hier ein Messer vom Ritter für den Friseur. Das wird bestimmt ziemlich spannend, wenn wir dann mal so einen Friseur mit einem richtigen, ja, mit so einem richtigen Messer haben. Von einem richtigen, wie heißt das hier? Von einem richtigen Ritter. Genau. So, oh, hier müssen wir so ein bisschen, müssen wir gar nicht. Das können, aber der muss. Kommt der von vorne oder von hinten? Der kommt vorne, also hier hat er wieder vorne sein Messer. Ah, oh, ja, das war jetzt toll. Dann kommen die Arme von links, von rechts. Dann stecken wir das Ganze mal zusammen. Das passt wunderbar. Dann kommt dieses, ja, der, ja, Brustpanzer drüber. Dann haben wir den Kopf. Klick, der kommt da rein. Dann sieht er schon mal so aus. Ich würde sagen, als nächstes machen wir die Haare. Ja, Standardhaare, Standard-Playmobil-Haare. Dann hat er so Schutzdinger. Ja, würde ich auch sagen, ja, so Ritter-Schutzhandschuhe, so aus Metall. Ja, die kommen dann hier einmal links, einmal rechts. Oh, dann hat er hier hinten, das ist natürlich auch eine super Sache. Und zwar so ein Halter für sein Schwert, würde ich mal sagen. Oder ist es das Schwert, was hier hinten reinkommt? Ja, nices Teil. Okay, das ist natürlich richtig cool. Dann kriegt er hier den Helm auf. So, und dann oben drauf auf den Helm kommt nochmal, ja, so eine eine Axt. Oh, das sieht zwar ein bisschen doof aus, könnte ich mir ziemlich schwer vorstellen. Und das Messer kommt hier vorne rein und so haben wir einen Ritter. Zum ersten Mal. Also, das ist tatsächlich der erste Ritter. Hier hat er noch sein Schwert, das er hier hinten rausnehmen kann. Das kann er natürlich in die Hand nehmen und dann kann er damit, ja, Idioten verprügeln. Den Hofknappen pieksen, ich weiß nicht. Irgendwie sowas auf jeden Fall. Finde ich es gut. Falls ich mal Rittergeschichten mache, könnte der natürlich auch, oder wir machen eine Zeitreise ins Mittelalter, wo dann auch noch Ritterburgen und so sind. Mal schauen, ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall kann ich mir für ganz viele Figuren irgendwie immer eine Rolle vorstellen, was die in meinen Geschichten spielen könnten. Und weiter geht's. So, oh, ne. Kommt jetzt die 12. Figur.
Ist das die 12. Figur? Ist das tatsächlich schon Nummer 12? Der Polizist müsste es sein. So habe ich ihn zumindest eben genannt. Schauen wir mal. Auf jeden Fall. Ja, ja, Police. Police Officer hier. Also, so wie es aussieht, Polizeibeamter Nummer 1. Ihr kennt das ja, ich habe ja mal den Toni Räuberschreck synchronisiert mit meiner ganz normalen Stimme. War ich halt der Toni Räuberschreck. Der sieht natürlich nicht so aus wie Toni Räuberschreck, sondern eher wie so ein Hilfspolizist. Hat er ein 3-Tage-Bart? Also, auf dem Zettel Figur Nummer 10 ist bei mir jetzt in der Reihenfolge Figur Nummer 12. Dann bauen wir das Ganze mal zusammen. Sieht ziemlich einfach aus, wenn man so mal so... Wenn man mal so ein paar Playmobil-Figuren am Stück zusammengebaut hat, dann ist das Ganze so easy. Wenn man das erste Mal macht, dann hat man doch schon seine Schwierigkeiten. Dann weiß man nicht so richtig, okay, was ist jetzt Schritt Nummer 1, was kommt als nächstes und so weiter. Aber hat man das ein paar Mal gemacht. Und in der Tat, der hat erstens eine beschissene Frisur für so einen Polizisten. Der hat einen beschissenen Office. Das ist doch so, nur so ein Hilfstyp. Also für einen Polizisten wirkte, ja, das ist... Okay, also der wirkt mir als Polizist nicht ernst genug, finde ich. Ne? Er hat zwar hier so einen coolen Halfter, da kommt halt auch seine coole kleine 8mm rein. Nein, ich weiß nicht, was für Waffen haben Polizisten. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich habe da wirklich keine Ahnung. Und nochmal so ein Walkie-Talkie, womit er schön irgendwie, ja, sich mit seinen Kollegen unterhalten kann. Ne? Mayday, Mayday. Nee, Mailday, Mailday. Irgendwie hier, der Strafgefangene Karchenknack ist wieder entwischt. Folgt ihm. Also zum ersten Mal den Polizisten. Ich bin gespannt, was jetzt noch alles kommt. Wir haben jetzt alle 12 Figuren. Allerdings geht es bei den letzten paar Tütchen noch darum, herauszufinden, welches die seltenste Figur ist. Bislang ist es ja einmal der Polizist und der Ritter. Die habe ich jeweils beide nur einmal. Hier habe ich jetzt zum Beispiel wieder diesen Portier. Und den Portier, den habe ich insgesamt erst zum dritten Mal. Also einmal habe ich ihn ganz normal zusammengebaut eben und jetzt zum zweiten Mal doppelt, also zum dritten Mal. Und et voilà, fertig ist der. Ist auch eine nette Figur. Könnte auch irgendwie am Bahnhof so ein Schaffner sein oder so. Obwohl, habt ihr im Real Life irgendwann nochmal einen Schaffner gesehen? Naja gut, es gibt diese Leute, die am Bahnhof aus den Zügen aussteigen und wieder einsteigen und pfeifen, wenn der Zug abfährt. Ist das sowas? Nee, nee, das ist natürlich irgendwie so ein Hotelpage, so ein Schaffner. Hotelpage. Irgendwas, was hatte ich da zuerst gesagt? Egal. Zum dritten Mal habe ich den jetzt. Und das nächste Tütchen. Ich glaube, so lange habe ich noch nie ein Video aufgenommen hier. Zumindest für diesen Kanal hier. Ich drehe jetzt seit 1 Stunde 7 Minuten rein. Nur die Aufnahmezeit. Ich muss das Ganze natürlich noch zusammenschneiden. Und hier haben wir... Ne, alles draußen. Also hier habe ich jetzt zum insgesamt 4. Mal diesen Drachentypen. Ja. Also einmal normal, zweimal doppelt, also zum dritten Mal doppelt, zum vierten Mal jetzt. Und ewa. Was? Ewa? Ewa. Nein, ewala. Fertig ist er zum... Ja, ich hab's euch ja eben gesagt, wie oft. So, ganz so viele sind es nicht mehr. Mal schauen, wen wir hier jetzt als nächstes doppelt bekommen. Oder zum dritten Mal oder zum vierten Mal. Vielleicht ein Ritter wäre nochmal toll. Oder ein Polizist. Nein, hier haben wir nochmal den Kartenspieler. Ich weiß nicht, habe ich den jetzt zum dritten oder zum vierten Mal doppelt? Jedes Mal habe ich vergessen, erst die Weste an und dann die Arme dran. Ich habe den erst zum dritten Mal insgesamt doppelt, sehe ich gerade. Also so oft habe ich den doch noch nicht zusammengebaut, sondern gerade erst zum dritten Mal. Und weiter geht's. Ja, in der Tat, ich habe ja alle. Ich hätte gerne noch einen Ritter nochmal und einen zweiten Polizisten hätte ich gerne. Und dann, oh, wenn Wünsche in Erfüllung gehen, zum zweiten Mal der Ritter. Und tada! Ich glaube, dieser Ritter hat die meisten Teile, Einzelteile, wenn er aus der Tüte rauskommt. Ich glaube, kein anderer hatte mehr. Ich glaube, der Ritter mit dem Schwert, dem Dolch und diesen ganzen einzelnen Teilen, auch den Handschuhen, ich glaube, der hatte die meisten Teile hier. Ist jetzt mein Tipp. Falls ihr das anders seht, schreibt auch das gerne mal in die Kommentare. Und ich glaube, ihr könnt euch jetzt schon mal entscheiden, welches war denn eure Lieblingsfigur. Ich bin immer noch aufgrund der Coolheit beim Baseballspiel. Ich weiß ja, bisher kann, oder zumindest kann ich den Baseballspieler bislang am besten in meine Geschichten mit einbauen. Nächstes Tütchen. Geschichten hin oder her. Noch ist es, dauert es ein bisschen, bis sie kommen. Wie gesagt, ich brauche noch Ideen und hier haben wir wieder den Pagen, genau. Den Pagen, den Hotelportier, wie auch immer, zum... Wenn ich mich da nicht verzählt habe, zum 4. Mal. Zum 4. Mal den Pagen fertig und hier ist wieder eine Ersatzfrisur dabei. Richtig cool wäre es auch noch gewesen, wenn man irgendwas dabei getan hätte, was im Koffer drin wäre. Also der Koffer ist ja quasi
Den kann man ja quasi öffnen, ne? Hier so, et voilà, da könnte man theoretisch irgendwas Kleines reintun. Leider ist hier nichts dabei, aber man kann ja sich selbst irgendwas ausdenken, was man hier drin verstecken könnte. Und ich vermisse immer noch die Schere vom Friseur. Also bisher ist sie wahrscheinlich nirgendwo rausgeplumpst. Quatsch, sie ist wahrscheinlich nicht dabei gewesen. Und hier haben wir nochmal den Baseballspieler. Und den haben wir mittlerweile auch schon zum vierten Mal. So, Ewol lacht. Zum vierten Mal der schicke Baseballspieler. Also wie gesagt, für Geschichten kann ich es mir im Moment am besten vorspielen. Der Kartenspieler könnte auch irgendwann mal vorkommen. Irgendwie, keine Ahnung, dass er Kinder anspricht am Schulgelände oder so. Hey, soll ich mal einen coolen Kartentrick zeigen oder was? Irgendwie sowas, aber ansonsten bisher ist am besten der Baseballspieler. So, nochmal schauen. Hier ein recht dünnes Tütchen. Und hier haben wir den Polizisten zum zweiten Mal erst. Also Polizist Nummer 2. Ich glaube, öfter habe ich den bisher einfach noch nicht gehabt. Tada! Polizist Nummer 2, was mir gerade aufgefallen ist. Ich habe beim ersten Polizisten die Mütze nicht richtig aufgesetzt. Falls ihr es gesehen habt, falls ihr es schon geschrieben habt, Happy Birthday, ihr habt einen Fehler gefunden, den dürft ihr dann auch behalten. Meine Tütchen gehen so langsam zu Ende und bisher zweimal Ritter, zweimal Polizist, das sind bisher die seltensten. Obwohl, ich glaube, ich muss fast sagen, dass mittlerweile hier Prinz Eisenherz hier vorne, ich glaube, den habe ich bisher nur einmal, ne? Mal schauen, vielleicht haben wir ihn ja nochmal, den Prinzen Eisenherz hier. Ja, ich kannte mal so einen Film, da kam so ein Prinz Eisenherz vor und der hatte halt auch so eine komische Frisur. Ja, der Ritter zum Dritten. So, wir haben den dritten Ritter fertig. Am Anfang dachte ich ja, der Ritter und der Polizist werden die seltensten. Wie gesagt, aktuell vermute ich, dass, also Ritter zum Dritten, dass hier tatsächlich Prinz Eisenherz bisher die seltenste Figur ist. Am Anfang, er war ganz schnell da und dann, auch das war es auch schon wieder. Also war ganz schnell da am Anfang und seitdem auch wieder nicht mehr. 7 Tüten sind es noch. 7-mal werde ich jetzt noch öffnen und 7-mal gibt es halt noch die Chance, auch für Prinz Eisenherz sich hier blicken zu lassen. Und es ist zum 4. Mal der Ritter. Also, der Ritter holt richtig auf. Am Anfang, also ich dachte ja erst, der Ritter wird selten, aber nee, jetzt ist er auch schon zum 4. Mal dabei. Und voilà, Ritter zum 4. Also, wie gesagt, so langsam mausern sich Figuren. Wie gesagt, wenn jetzt noch, wenn jetzt noch mal der Polizist kommt, haben wir tatsächlich alle Figuren sehr, sehr ausgeglichen, so 3-4 Mal. Aber noch habe ich hier 6 Tütchen, noch ist nichts entschieden, noch ist wirklich gar nichts entschieden. Ich kann hier, jede Figur kann noch richtig abgehen und da haben wir auch schon zum 3. Mal den Polizisten. Ich bin echt mittlerweile so ein Zusammenbauprofi geworden hier in dieser Folge, das ist echt krass. Also wie einfach, ich bräuchte theoretisch nicht mal mehr eine Anleitung, also bei den ersten Figuren, oh, okay, ich brauche doch eine. Man muss natürlich erst einmal die Frisur drauf machen, aber ansonsten, wie gesagt, also wenn man erstmal so 2, 3, 4 Figuren zusammengebaut hat, dann ist das so einfach. Man denkt immer, das ist so schwierig, weil das so viele Teile sind und man weiß nicht genau, welche wohin kommt, aber wie gesagt, paar Mal gemacht, dann ist das hier echt ein Klacks. Und wir haben hier jetzt Polizei Nummer 1, 2, 3. Oh, das war ja gereimt. 5 Tütchen sind es nur noch. Also, dieses Video geht nun leider dann doch auch dem Ende entgegen. Wir haben hier jetzt nochmal Überraschung, Überraschung, Prinz Eisenherz. Wir haben ihn tatsächlich nochmal bekommen. Also, auch Prinz Eisenherz kann mit den verbleibenden Tüten nochmal aufholen. Also, Prinz Eisenherz jetzt zum 2. Tada! Prinz Eisenherz mit seinem, ja, wie nennt man das? Ist das so ein Fechtteil? Ich hab's ja schon mal gefragt. Ja, den habe ich jetzt tatsächlich erst zum 2. Mal insgesamt. Und damit ist er, glaube ich, immer noch die seltenste Figur. Ich gucke noch einmal auf den Bike-Parzell. Also den Bassisten, den haben wir gleich am Anfang 3-4 Mal gehabt. Den Kartenspieler haben wir auch 3-4 Mal. Almui 3-4 Mal, den haben wir 3-4 Mal. Den Skifahrer 3-4 Mal, den 3-4 Mal, den jetzt 2-mal, 4-mal. Den Skinwalker auch 4-mal, glaube ich. Den Polizisten haben wir jetzt auch 3-mal. Den Typen haben wir 3-4 Mal. Auch den haben wir 3-4 Mal. Also im Prinzip ein sehr, sehr ausgeglichenes Display. Jetzt noch einmal Prinz Eisenherz und es ist wirklich sehr, sehr ausgeglichen. Also es gibt keine, wo irgendwie es gibt keine Figur, die mal 8-mal drin ist und auch keine, die nur 1-mal dabei ist. Also echt stark. Stark Playmobil. Die letzten 4 Tütchen. Ich bin natürlich gespannt, welche Figur jetzt, also ich glaube, das ist so ausgeglichen jetzt am Ende. Wie gesagt, noch einmal Prinz Eisenherz und ich würde echt sagen, das ist super ausgeglichen. Noch einmal den Kartenspieler, den haben wir auch. Wie oft haben wir den jetzt? Den haben wir dann auch jetzt insgesamt zum 4. Mal. Also auch hier wieder die magische Zahl 4. Tada, auch hier wieder fertig. Und nächste Figur, 3 Tütchen noch. So, nochmal schütteln die letzten 3 und dann ist Feierabend. Ja, mal schauen.
Schaut euch auch unbedingt meine anderen Videos an. Also ich gebe mir mit meinen Videos auf meinem Toys-Kanal hier immer sehr, sehr viel Mühe. Und wir haben Prinz Eisenherz zum dritten. Das heißt, es ist tatsächlich jede Figur ähnlich oft dabei. Wow. Tada. Und fertig ist der Junge. Jetzt kommt er wieder ins Tütchen gleich zurück hier. Also zum dritten Mal. Ja, zum dritten Mal. Einmal noch und dann haben wir den auch viermal. Die letzten beiden. Habe ich irgendwann mal die Zahl 5 erwähnt heute? Gibt es irgendwelche Figuren, die ich bisher nur dreimal habe? Wenn ich mal so drüber nachdenke und das überschlage, ich glaube, ich habe alle Figuren irgendwie viermal so, ne? Kann das sein? So, und jetzt, ja, jetzt ist es safe. Wir haben auch Prinz Eisenherz tatsächlich viermal hier drin. Et voilà. Und auch ihn habt ihr jetzt zum vierten Mal gesehen. Und jetzt wird es natürlich spannend, Leute. Wer ist hier im letzten Tütchen? Ich glaube, ich habe wirklich alle Figuren viermal. Aber das ist hier die letzte ungeöffnete Tüte. Ich glaube, ich habe schon alle viermal. Mal gucken, wer dann jetzt dabei ist. Also, das ist ja mal gucken. Entweder ist es jetzt eine Figur zum fünften Mal. Nein! Nein, 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 nein. Halt, stopp! Tatsache, es ist zum vierten Mal der Polizist. Zum vierten Mal. Es sind alle Figuren viermal drin. Und wie gesagt, mir fehlt eine Schere. Mir fehlt eine Schere vom... wie heißt er jetzt hier? Vom Friseur, die Schere fehlt mir. Und leider habe ich nirgendwo anders irgendwas über, sodass ich sagen könnte, gut, dann schneidet er halt mit irgendwas anderem. Aber wie gesagt, ein Friseur, dem fehlt die Schere. Und die hier ist, hat sich auch hier nirgendwo... nirgends auf meinem Tisch wieder angefunden. Was allerdings jetzt doppelt ist, das wird dem Friseur allerdings nichts bringen, ist die Mütze des Polizisten, denn die ist hier jetzt in diesem Pack beim letzten Mal einmal mehr drin, als er die braucht. Er hat jetzt eine Ersatzmütze, ist ja auch nicht schlecht, machen wir halt einen Mützenschrank zu Hause. So, also Tatsache, ich dachte, erst gab es die Befürchtung, die sind selten, dann dachte ich, der ist selten und am Ende sind alle Figuren tatsächlich genau viermal hier drin. Oh, also, ich bin raus, mir hat Spaß gemacht. Ich habe jetzt aufgenommen 1 Stunde, 30 Minuten und 25 Sekunden für dieses Video. Ich werde das Ganze natürlich zusammenschneiden, dass ihr das nicht so lange gucken müsst. Ist ja klar, jede Figur, die ich doppelt aufgebaut habe, schneide ich immer raus, damit das Ganze halt nicht zu langweilig wird. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Schaut euch meine anderen Videos an, schaut auf meinem Hauptkanal bei Masterful vorbei. Schaut auch gerne bei Zanzara for Kids vorbei. Die macht nämlich auch ähnliche Videos mit Figuren wie ich hier auf diesem Kanal. Bis zum nächsten Mal, ciao, tschüss und auf Wiedersehen. We'll be right back.